Gut, wir sind drauf. Hallo, schönen guten Abend zusammen. Cybex Radio TV heute Abend in Zerbst. Genau, wir sind nämlich bei der Liberty One. Das ist der kleine Ableger von der Nature One. Heute zum ersten Mal in Sachsen-Anhalt. Denn das alte Gelände, wo Liberty One immer stattgefunden hat, konnte leider nicht mal diese Party stattfinden. Aber dafür haben wir dieses Glück, die Liberty One hier in Sachsen-Anhalt in Zerbst zu erleben. Ja, genau. Ich hoffe, es fühlt sich noch einigermaßen. Wie gesagt, das erste Mal heute in Sachsen-Anhalt. Ich hoffe, man hat wirklich so viel Promotion dafür gemacht, dass es sich heute noch ein bisschen lohnt, hierher zu kommen. Blank & Jones auf der Open-Air-Bühne legen gerade auf. Sonst ist es eigentlich total geil, schöne Stimmung hier. Ja, es ist ähnlich wie das Summer Spirit, weil es ist jetzt so ein ehemaliger Militärflughafen. Es sind mehrere kleine Hangars, wo die verschiedensten Clubs halt auflegen. Unter anderem ist die Sackfabrik, der Club 8. Mai, das Live-Music-Zirkus Köthen ist hier vertreten und natürlich eine riesengroße Open-Air-Bühne, wo gerade Blank & Jones auflegt. Genau. Also, wir werden für euch natürlich ja, heute mal wieder etwas rumgucken, mal wieder die Leute fragen, wie sie es finden, ob sie es lohnt, das öfter hier zu machen. Ich nehme an, wenn sich das wirklich rumspricht und geil wird, denke ich mir, werden wir nächstes Jahr sicherlich viel mehr Leute sehen. Das Wetter ist natürlich heute wieder etwas scheiße, weil immer wenn so eine Veranstaltung sind, ist es irgendwie grauenvoll. Naja, es hat wenigstens aufgehört zu regnen, obwohl im Radio jetzt eine Sturmwarnung durchgesagt wurde. Also wir hoffen mal, das Wetter bleibt noch ein bisschen, solange wir hier feiern. Ja, für euch gibt es erstmal ein Video und wir sehen uns gleich wieder. Genau, bis da. Guten Tag, ich bin der Andreas. Das ist Andreas und Andreas hat seinen Hosenschall noch richtig zu. Andreas ist voll. Was? Du bist voll, sag ich. Total. Wie gefällt's dir? Gut eigentlich. Wo kommst du her? Aus Neuz. Wo ist denn das? Bei Libyen. Ah ja, kenne ich, glaube ich. Naundorf. Ja. Lecker. Und ist toll hier, meinst du? Shit. Wieso es geht? Könnte voller sein, oder wie? Na, erstens hätte ich nicht für eine Eintrittskarte nochmal extra 3 Euro bezahlt. Ja. So wie das. Ja. Dann zweitens, die Tränke nicht so teuer gemacht für die Jugendlichen. Ja. Ja. Super. Und sonst? Muss. Muss. Jetzt geht's noch Party machen. Ja. Dann war viel Spaß. Jo. Bis dann. Also, Cybex, wir sind immer noch hier auf der Liberty One in Zerbst. Ja, wie vorhin schon gesagt, halt, die Veranstaltung hat sonst in Baden-Württemberg stattgefunden. Ich bin auch ein bisschen, Entschuldigung. Die Veranstaltung hat sonst in Baden-Württemberg stattgefunden. Jetzt, da kein Platz mehr ist, mussten sie sich natürlich irgendwie anders orientieren und haben Platz gesucht und gesucht und gesucht und wollten in Baden-Württemberg halt weiter diese Party machen, aber sie haben dort nichts mehr gekriegt. Dann haben sie hier in Zerbst was gefunden, einen alten Flughafen, richtig geil. Und ja, also es ist total super gemacht, es ist Riesenfläche, es ist Riesenparkplatz, sogar was für Frauen, die werden eingewiesen bis in die Parknischen. Ja Leute, selbst wenn ihr nicht, danke, selbst wenn ihr nicht fahren könnt, also die Jungs, lasst eure Mädels fahren, mit dem Auto wird nichts passieren, ja. Wie gesagt, es wird eingewiesen, Vorsicht. Hier stolpern irgendwie alle über unser Mikrofonkabel, ist irgendwie scheiße, können wir das nicht mal ausleuchten. Also, die Frauen, es wird echt eingewiesen, bis man steht, super klasse, übelst viel Platz. Ansonsten gibt es ziemlich viele Floors hier, Live-Musik-Zirkus Köthen ist da, die Sackfabrik aus Magdeburg ist da. Hinter uns ist ein offizielles Zelt von Liberty One, da werden wir jetzt mal reingehen. Schröder. Hi, wo kommst du her? Aus Niedersachsen, nee, aus Hannover. Aus Hannover. Was führt dich hierher, nicht Hannover zur? Was ist heute Hannover? Ja, wir haben uns gedacht, Reincarnation, nee, das ist uns zu kommerziell. Zu kommerziell. Zur Liberty One. Findest du es hier nicht auch ein bisschen kommerziell? Also mit den ganzen Dönerbuden, ich finde das ein bisschen kommerziell. Ja, eigentlich schon, aber das Line-Up hat mich gelockt. Ja, gut, na klar.
Wie findest du es bis jetzt? Richtig geil. Richtig geil. Wenn wenig los ist, ist es mega Stimmung. Ja, hier. Gut. Wirst du nächstes Jahr wiederkommen, wenn es stattfindet? Auf jeden Fall. Auch wenn Reincarnation in Hannover ist? Auf jeden Fall. Also, alle Hannoveraner, die uns sehen, ja, vergesst es. Ja, kommt lieber hierher ins tolle Sachsen-Anhalt und ja, da wünsche ich dir noch viel Spaß, sag ich mal. Danke. Alles klar, mach's gut, ciao. Ich habe auch mitgekriegt, so halb und halb, dass offiziell ein Bustransport von Baden-Württemberg hierher geführt wird. Wie gesagt, da das in Baden-Württemberg stattgefunden hat. Die ganzen Leute, die da sonst mal gefeiert haben, haben sich natürlich hierher gezogen und wollten diese Party feiern. Und ja, da hat ein Bustransport stattgefunden. Morgen früh geht's wieder zurück, bis um 10 geht das hier. Also es ist absolut geil organisiert und wie gesagt, ein super Line-Up. Wir werden euch das nachher nochmal aufzählen, so ein bisschen, was hier so geht. Also kommt nochmal mit und schaut euch das nochmal an. Bis gleich, ciao. Nicht drauf, hallo, ja. Also, hinter mir seht ihr jetzt die Open-Air-Bühne. Ein riesiges Stahlgestell, völlig geil, schöne Lichter, reicht absolut hin. Geile Mucke. Aufgelegt haben hier, hier möchte ich mal sprechen, aufgelegt haben Blanky Jones, Kai Trusted, hilf mir mal, weiß ich jetzt nicht, hallo. Hi, ich bin hier vom weit weg hergekommen und hier ist sehr schön. Außer, dass ein bisschen wenig Leute hier sind, muss ich sagen, ja. Ein bisschen wenig Leute hier, war. Ja, aber das ist richtig cool. Sterne waren viel mehr da, ja, da war ein bisschen Lust hier. Sonne und Sterne. Jawohl. Sonne und Sterne war der Hammer. Auf jeden Fall. Sonne und Sterne. Und nächste Woche, Lüneburg am Samstag, das Hammer Spirit. Kann ich nur empfehlen für alle Leute, die mal cool feiern wollen. Da würde ich mal hingehen. Geh mal zurück, mein Wassermeister hier. Leute, Wasser. Ihr kommt gleich wieder ins Bild. Woher kommst du? Hallo. Hallo, ich komme aus Halle. Aus Halle. Also du empfängst Cybrix, du kennst uns. Ich kenne Cybrix, ja. Magdeburg, Senna, ja. Wie findest du es hier? Ja, ist eigentlich Hammer. Also ich war dieses Jahr schon in Berlin gewesen zur Fight the Power Demo. Ja. Danach war ich gewesen zur SMS. Ja. SMS ist ja richtig geil. Also Blendersperre. Wieso waren wir nicht bei dir? Wir hätten nächstes Mal kommen wir auch mit zur SMS. Ja. Ja, SMS ist wunderbar. Ja, schön. Also SMS, wie gesagt, haben wir. Für alle, die jetzt SMS nicht verstehen, Sonne, Mond und Sterne, ja, SMS. Sonne, Mond, Sterne, die ist aber richtig geil. Also wir waren jetzt das vierte Jahr dabei, ja, und ich muss sagen, dieses Jahr war es echt geil durchorganisiert, weil es gab dieses Jahr keinen Staub auf der ganzen Bühne. Die Zelte waren richtig geil ausgelegt. Der ganze Porin war richtig, viel zu viel Polizei dort, ja. Wenn man reinfahren will, überall Polizei, überall der Feinde da, muss ich sagen. Also ich find's okay, dass die Polizei da ist, weil... Ja, genau. Ja, aber jetzt habe ich auch eine Streitfrage im Grunde genommen, ob die Polizei da ist oder nicht, ist auch egal. Ja. Auf jeden Fall, man kann geil feiern, das ist wichtig, nicht wahr? Das ist das Wichtigste überhaupt, solange wir jung sind und Hartz IV nicht kommen. Nächste Woche Jüteburg! Ja, Jüteburg hatten wir schon mal. Also, ich wünsche euch auf jeden Fall noch viel Spaß. Also ich muss sagen, also Liberty One ist eigentlich echt geil, ja? Ja. Also ich hätte mir vorgestellt, dass hier mehr Leute da sein würden im Start, aber... Aber sonst auch toll durchorganisiert, oder? Wie? Toll durchorganisiert, oder? Organisiert ist auf jeden Fall richtig genial, also die ganzen Hangars, die Zelte, gut, ich sag mal so, ich find's ein bisschen bekloppt mit diesen komischen Bongs. Ja, das stimmt. Das Einzige. Aber normalerweise, die Party ist richtig geil, also alles abgesperrt, die Leute wollen nur Stimmung haben hier, so, weißt du? Und es will keiner Stress, das ist das Richtige. Ja, so soll es sein. Keiner will Stress, es ist nur Party. Genau, deswegen auf jeden Fall. Wie gesagt, SMS, okay, kein Kommentar. SMS ist der Hammer, SMS ist das Größte, einfach nur mal richtig geil. Okay, Liberty One ist die kleine Schwester von der Nature One, verstehe ich auch. Aber dafür, dass ihr das auf die Beine gestellt habt, das erste Mal, finde ich, also richtig genial. Die ganzen Hangars da, alles unter Dach und Fach. Hier vorne hat gerade vorhin Blank & Jones aufgelegt. Ja. Also Daumen hoch, echt richtig genial. Super. Klasse, viel Spaß hier noch. Alles klar. Ja, ihr seht, also wie gesagt, die Stimmung ist riesig.
obwohl nichts, wie gesagt, nicht so viele Leute da sind. Wir hoffen uns mal, dass nächstes Jahr dann ein bisschen mehr los ist und schauen mal, ob wir nächstes Jahr auf jeden Fall hierher fahren, auch zur Sonne, Mond und Sterne, und dann werden wir euch natürlich davon wieder berichten. Wir werden jetzt nochmal in die anderen Zelte gucken, also mich interessiert nochmal wahnsinnig, was so im Live-Musik-Circus Köthenzelt so los ist. Müssen wir mal schauen, was da so geht. Vielleicht kenne ich noch ab und zu jemanden. Wir werden mal sehen. Also komm mit, bis gleich, ciao. Wir stehen jetzt vom Zelt Live-Musik-Circus Köthen ist hier vertreten. Also denke ich mir, in Köthen soll nicht so viel los sein. Wir werden mal reinschauen, mal gucken, ob Christen so gerade auflegt. Müssen wir mal schauen. Nochmal, wir sind jetzt hier vor dem Hangar von der Sackfabrik, man sieht es ganz groß an dem Truck. Ja, hier ist romantische Lagerfeuerstimmung angebrochen. Ich habe eine SMS gekriegt, Basti, darf ich jetzt schnell mal lesen? Weißt du nicht, was die Leute hier so machen, aber es scheint ziemlich lustig zu sein. Die Mädels gucken schon, da werden wir doch gleich mal hingehen und jetzt mal so ein bisschen... Guten Abend, die Presse hier, hallo! Ach, der wieder! Ja, ey, Kollege! Wir sind schon wieder da! Ich sage nur, nächste Woche, was? Summersbill! Lüdeburg in Jüte! Ja, genau, das hat man. So. Schön! So, jetzt. Jetzt mal im Ernst. Wir müssen jetzt mal ein bisschen ernst bleiben hier. Wieso läuft uns ständig der Kerl hinterher? Zum Kotzen. So, nochmal die Presse! Hallo! Kein Spaß mehr? Doch, aber es doch. Ist kalt. Ist kalt, genau. Wie gesagt, die Wetterungsbedingungen sind nicht so schlecht, deswegen setzt man sich hier mal so lustigerweise ins Lagerfeuer. Gute Idee? Ja. Wunderbar. Die junge Dame will auch ins... Ach, jetzt sind sie wieder ängstlich. Woher bist du? Alle aus Köthen. Alle aus Köthen? Wieso seid ihr nicht im Zelt von Köthen? Das ist erst nachher. Nachher? Wann? Um 9 Uhr. Um 9 Uhr? Wer kommt da? Wer kommt? Wer kommt denn? Um 8. Ah, man hat gesprochen. Ich find's witzig. Ja, denn sonst auch immer in Köthen, oder? Wunderbar. Mein Lieblingsclub. Ja, Grüße an Chris. Wie findet ihr sonst hier so? Schön. Schön. Ja. Schönes Lagerfeuer. Schöne Musik. Schöne Musik, alles klar. Würdet ihr nächstes Jahr wiederkommen? Ja. Wunderbar, das freut uns natürlich nächstes Jahr wieder, ja, und ich wünsche euch noch viel Spaß. Bis dann. Ja, genau, jetzt gehen wir mal in den Hangar von der Sackfabrik und gucken uns den Spaß da mal an. Ja, die Musik, Liebe macht sie. So, jetzt hört mal auf, nicht, dass wir anfangen, hier die Hosen auszuziehen, zu pimpern, ja, das ist nicht jugendfrei. So, also, wir gehen jetzt mal in die Sackfabrik, endlicherweise. Die Drogentypen kommen auch schon wieder von da hinten. Und lasst uns jetzt mal gucken, verdammt. Also, wir stehen jetzt zum Hangar. Hier standen wohl früher mal irgendwelche alten NVA-Flugzeuge drin, so wie das aussieht. Also, man muss echt mal hier gewesen sein. Und ich würde sagen, kommt echt nächstes Jahr mal hierher. Es ist absolut geil. Mein Lieblingsverein, das DRK, hier live vertreten, Wittenberg, Katastrophenschutz Wittenberg. Ich bin ja beim Deutschen Roten Kreuz in Oschersleben.